Okay, dann mal los. Klettert hoch! Joel, hier drüben. Vielleicht kommen wir hier durch. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Sorry, ich meine nur. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Sie kommen! Ich weiß! Du hast da was am Schuh. Eklig. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kamst du denn bis? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich in die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bist du. Und so kam das. Verstehe. Ja, das ist gut. Dann an die Arbeit.
Tess. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Ja. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los! Scheiße! Ich lebe! Ich werde außen rum gehen! Wir sind hier! Tess! Nein! Nein! Scheiße! Tess! Tess! Scheiße!
verdammt knapp. Tess, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Wir müssen irgendwie rüber. Da ist es. Unser Zielort. Vorsicht. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Geh weiter, Kleine. Na also. Endspurt, Tess. Nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt, aber... Ich will mich bedanken. Ja, kein Ding.
Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Ach. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihre Verstecke. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Elli. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Jetzt lauf einfach weiter. Neutralisiert. Sie hat 2 Männer getötet. Verstanden? Tess! Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Ja, Sir. Die werden bald hier sein. Jetzt ist durch. Wir müssen weg. Vorsichtig leise gehen. Es sind doch mindestens 2 davon. Blut im Picker! Was war das? Reden wir mal nach.
echt knapp. Joel? Ich hab es. Okay, ich werde hier suchen. Du, Flur checken. Wo bist du jetzt hin, du verdammter Drecksack? Oh Mist! Und Segel! Gib mir Deckung! Ich gehe ran! Wie kommen wir hier raus?
Okay, wir müssen durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Umzingelt ihn! Ich werde diesen Versprengten finden. Wo zum Teufel? Das verdammte Zeug einatmen. Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Ich suche hier. Schau dich da drüben um. Wo bist du, Mistkerl? Du bist tot, verdammt! Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Joel? Das war verdammt knapp. Fällt schon was ein. Elli? Mir geht's gut. Hey, da, sie geht noch. Du lässt mich doch nicht hier, oder? Da. Ich gehe nirgendwo hin. Steig drauf. Wirklich? Elli. Okay. Oh. Vorsichtig. Ich hab dich.
nicht wie raus hier. Na bitte. Ja. Hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab mir sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Du mich nicht zurück zu Marlene. Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Na also. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm.
Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie pfeifen? Von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir sonst da rüberkommen? Gut, komm her. Stell den Fuß drauf. Hör mal zu, du machst es nur auf, okay? Sonst nichts. Geht klar. Vorsicht, Vorsicht! Okay. Okay. Tada. Gut gemacht. Dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlin meinte, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Fleiß waren ja überall. Ja, überall. Sie wollten das Land wieder so hinkriegen, wie es war. Vielleicht. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuck.